So guys, how's life going? Not much, not much. Ass or tits? Be at punto. Guys, ass or tits? Come on, keep running, fool. Es gibt Sci-Fi-Spiele, Sportspiele, unrealistische Spiele, lustige Spiele, simple Spiele, Minispiele und dann noch realistische Spiele, die Leute viel zu ernst nehmen. Achtung, am Kartenrand von Batterie gehen Feindsupplies runter. Das ist Hell Let Loose. Eine Kriegssimulation, in der 90% der Spieler Rentner sind. Und was soll ich sagen? Ich habe mich angepasst. Kameraden! In diesem Krieg geht's um unsere Existenz! Schießen Sie vorsichtig, Lua! Ich hol das Zeugs weg da. Lua, gehen Sie in Deckung! Lua, wir brauchen einen Sanitäter. Sehr schön, Spindel. Gute Arbeit, Spindel. Weitermachen. Achtung, die kommt von Nordosten. Bestätige Nordosten. Aber ich sag's euch, in diesem Spiel nimmt jeder sein Leben zu ernst. So, Jungs, was machen wir jetzt? Okay, können wir diesen Krieg nicht einfach mit Liebe beenden? Was bist du denn für ein Mate? Was? Los, vor mit dir. Lauf. Jawohl. Aufklärer sind da unter der Artillerie hinten. Ja, ich glaube, du lügst. Ja, ich wurde gerade hinten erschossen. Und mein Kumpane neben dran auf. Ja, nee, ich glaube, du lügst. Und auch wenn ich versucht habe, mitzuspielen. Ich habe ihn. Und auch ein paar Kills machen konnte. Vor uns gefallen. Ich habe ihn. Habe ich im nächsten Spiel wieder Scheiße gebaut. Ich grüße Sie, meine Kameraden. Tag, wir haben hier schon verloren. Oh nein, was machen wir dann? Nochmal Goebbels anhören ein bisschen? Ja. Sehr gut. Auf was für Frauen stehst du so? Ich stehe auf meine Frauen. Ich stehe auf meiner Seite, wenn ich hier bin. Nein! Im nächsten Spiel habe ich einen Abonnenten getroffen, der mir und auch euch erzählt, warum ihr dieses Spiel niemals spielen solltet. Habt ihr heute kein COD? Nee, bei mir sieht's kacke aus gerade, Mann. Ich bin so shit in dem Game. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich kenne mich null aus. Teach me, Senpai. Soll ich... Okay, okay. Oh, sorry. Ich... Mir ein Pflaster an den Bruder. Komm. Wie geht das? So? Ja, genau so. Einmal, bitte. Oder? Ich glaube, jetzt ist der Verband unnötig. Kann es sein, dass wir im übelsten Spawn-Trap sind? Zentinitos, das machst du gut. Weiter so. Zentinitos war schockiert. Er war 68 Jahre alt und hatte so etwas noch nie gehört. Er erzählt jedem, dass er Shooter schon auf Röhrenmonitoren gespielt hat. Er hat PUBG schon gezockt, als es erst 2 Tage draußen war. Hier geht es um den Sieg. Er versteht keinen Spaß. Erklärt euch auch, mein Freund. Das spielen Rentner. Bro, ich bin wirklich nur auf Rentner getroffen bis jetzt. Wirklich. Die sagen immer so, moin, guten Abend an alle. Moin, Trupp. Moin. Komm schon, Fruchtwasser. Mach weiter, du hast ihn fast. Ich wollte nur Magazin leer schießen. Ich bin der beste Kamerad, den man sich im Krieg wünschen kann, glaube ich. Weißt du? Ratschenbaum, warum wieder so ein ironisches, meinst du? Ratschen, ich lauf dir hinterher. Zeig mal auf pushen. Oh, bitte. Oh shit, siehst du? Oh mein Gott, du bist so zersprengt worden gerade vor meinen Augen. Ich hab's überlebt, ja. Du hast es überlebt? Ich hab's überlebt. Und damit bin ich hier der Offizier, also Ruhe jetzt! Ratschen, ich mag dich, ich würde dir meine Panzerkekse geben. Ja, was machen wir denn jetzt? Du sollst Offizier sein hier, du hast Angst. Die ganze Zeit hin und her, was soll das watschen? Was soll das? Schon wieder. Nein. Ich muss mal, wenn du armes zockst, die erzählen dir die größten Papa-Jokes. Weißt du, das ist, du sitzt da und denkst dir so, Bro, halt dein Maul. Wie öffne ich die Karte auf Controller? Dass du alles mit Controller spielen musst. Du hast auch irgendwie 2 linke Hände oder so. Ey! Du hast ja auch mal Counter-Strike gespielt, ne? Ja, ich war auch sehr erfolgreich darin. Lass die... Nein, du hast nicht. Das hier ist halt irgendwie, die bringen Update raus, wie du schon gesagt hast, Digga. Nein! Und davor, sagen, da kommt jetzt, da kommt Artillerie, was machen wir jetzt? Ja, einfach chill. Wie gesagt, gerade ist einfach nur mäßig wie chillen hier, ich erkläre dir ein bisschen das Spiel. Kommt nicht der nächste Schlag auf uns? Nö, es dauert 30 Sekunden, bis die an der, also hier ihre Richtung ändern können mit der Artillerie. Also vor 30 Sekunden haben die Scheiße geschossen. Bro, du redest so ruhig, während hinter dir die Welt untergeht. Ich glaub dir irgendwie nicht, dass wir sicher sind. Sind wir auch nicht. Bro, jetzt werden wir angeschossen, glaube ich, von 200. Nee, werden wir nicht. Oh, doch, wir werden angeschossen. Mann! Du spielst so viel länger als ich und du merkst es nicht. Er war wirklich der schlechteste Lehrer der Welt. Das klingt nach einer MG42, kann es sein? Ja. Warum trifft die fast alles gerade? Woher wissen die, dass wir hier sind? Der schießt in deine Richtung und deswegen reagiert so dein Charakter. Deswegen kannst du dann beschissener sehen und so.
Hatzi, und du bist so ein schlechter Lehrer, ich schwör's dir. Ich sag's euch, Leute, dieses Spiel ist ein Sammelbecken für die komischsten Menschen dieser Erde. Why are you laughing? Junge, bist du... Was ist los mit dir? Was passiert hier? Alles hier, alles. Ja, Luca, das meine ich nämlich. Oh Gott, man hat mich erschossen. Bitte, ruf dein Arzt. Oh mein Gott, Fazio, wollen wir gehen? Das war jetzt echt zu viel. Ja, ja, komm. Lass mich ihn sterben. Oh, da kommt Sally. Nee, Digga, was... Ich dreh ihn ab. Das ist kein Sanitäter. Attacke, Jungs. Schreit wie die Spartaner, los. Nochmal! Papa, warte auf mich, ich komm mit. Spielt niemals dieses Spiel. Außer ihr trefft auf solche Kollegen. Wait, I hear guitar. What the fuck? What the fuck? What the fuck? We need German music here! Is this real Johnny Cash? You know what the funny part is? What? I'm actually German. Where's your tank? Aren't you meant to have a tank? Wait, I don't know. Wait, let me call my troop. Hans, wo bist du? Komm hierher! Jesus Christ! Wait, is the guy just lying down there and just playing music? Drogador, stop! He's just playing music. No one's picking him up either. There's like he's just laying there. They're just body shooting him. Doch dann lag ich allein im Graben. Ich war traurig. Der einzige Lichtblick in diesem verfluchten Spiel war mein neu gewonnener Freund. Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Und ich habe ihn gefunden. Autism! I'm here! Wait, what are we doing here? Alright, guys, I count down from three and then we just run, alright? 3, 2, 1! Ah! Run, my guys! Go on, run! Pin them down! No! 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 Visto! I'm sorry, wait! I tried to cover you! You killed me! No, I tried to cover you and just ran into my shots! Don't shoot me! I ran down that road, I made it to the end. I came out to say, I made it! And you shot me in the head. No, there was somebody behind you! I swear to God! No, I don't believe you. Why would you just... Talk to me! No, Pisto, please, wait! Just shoot him! No! Don't shoot! No, please don't do it! He betrayed me. No, betrayed this me. Is not a fair what trial! This is not a Explain trial! Yourself. Wait. He just ran down the road. Und so habe ich auch meine letzten Freunde verloren. Und ich war nur noch sauer. You looking at fool? Wanna talk some shit? I said I asked my squad leader for a supply truck here. Alright. I need supplies for Nords as well. Wait. Why are you guys just staring at me? You wanna start something? You wanna start a fight? Huh? You wanna get smacked? Commander, please drop the damn supply truck. I think that is a tank and I think it's an enemy and I think it's coming this way. I think we're dead as fuck. Ja, es war ein Panzer und ja, wir waren tot. Und das war mein Erlebnis in Hell Let Loose. Und warum ihr es niemals spielen solltet? Okay, vielleicht war ich selbst auch ein bisschen weird. Ihr kommt nicht aus dem Aufzug raus oder es kommt keiner rein. Ihr fahrt so 20 Stockwerke und er zieht seine Hose runter. Würdet ihr auch runterziehen? Safe. Und du? Ich würde erstmal in die Hand nehmen. Sehe ich auch so. Ja. Bitte nimm Sicherheitsabstand. Ey, du hast angefangen. Nein. Er weiß zu viel. Ja, okay, vielleicht gehöre ich doch in das Spiel rein, Leute. Haut rein!